Neben der marokkanischen Dynamic Duo SBC kam gestern auch noch eine SBC zu zwei Japanern raus, nämlich zu Kamada und Tanaka. Diese SBC sieht auf den ersten Blick echt nicht so geil aus, aber warum vor allem eine Karte hier echt interessant ist, zeigen wir jetzt. Kleiner Spoiler, Kamada ist es schon mal nicht. Klar, die Karte ist jetzt nicht schlecht, aber uns stören hier zum Beispiel die nur drei schnelle Skills, was für einen 10er jetzt echt nicht so geil ist, auch die Arbeitsraten sind nicht so top. Die Werte sind echt nicht so verkehrt, wobei die Sprintgeschwindigkeit echt nicht so gut ist. Bei dem Rest kann man sich aber echt nicht beschweren. Für Kamada müsste man ein 84er Team abgeben mit einem Inform und mindestens einer 85er Karte. Das kostet umgerechnet 36.000 und das ist es uns für diese Karte ehrlich gesagt nicht wert. Als anderen japanischen Offensiv-Arounder gibt es Kubo, der uns deutlich besser gefällt, für nur 16.000. Der hat bessere Werte und dazu auch 4 schnelle Skills. Und auf der Bundesliga auf der 10 gäbe es zum Beispiel Reyna, auch in der Phantoms-Version, für nur 14.000. Es gibt also auch aus der Bundesliga auf der Position bessere Karten. Deshalb würden wir von Kamada eher die Finger lassen. Interessanter finden wir Tanaka. Und zwar, weil der echt nach einem sehr stabilen 6er bzw. 8er aussieht. 3 Sterne sind jetzt nicht überragend, aber für einen 6er vollkommen in Ordnung, genau wie die Arbeitsraten. Die Ingame-Stats sehen dafür echt richtig gut aus. Der Antritt ist für einen defensiven Spieler mit 87 echt top. Tanaka kann ganz gut schießen, wobei das auch nicht so ganz wichtig ist. Dafür sind die Pass-Stats auch noch echt in Ordnung. Bei den Dribbling-Stats ist er auch richtig gut, vor allem was die Beweglichkeit und die Balance angeht. So fühlt er sich in den Zweikämpfen wahrscheinlich sehr agil an. Dann kann er natürlich auch noch echt gut verteidigen. Bei der Physis ist die Ausdauer mit 94 auch noch überragend. Ganz ehrlich, die Werte sehen für einen 6er echt ziemlich stark aus, muss man sagen. Tanaka kann man dann noch richtig guten Anker geben, um auch noch die Stärke ein bisschen weiter zu pushen. So sehen die Werte wirklich richtig stark aus. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe und was das größte Problem an der Karte ist, die Linkbarkeit. Hier vor allem die Liga, denn Tanaka spielt natürlich in der zweiten Bundesliga. Auch Japan ist jetzt nicht das perfekte Land zum Verlinken, aber im Hintergrund siehst du jetzt mal alle theoretischen Links für Tanaka. Also vor allem Japaner, aber auch mit Zila, einer aus der zweiten Liga. Mit diesen Karten könntest du Tanaka theoretisch in dein Team einbauen. Wir haben jetzt mal ein Team gebaut, wo Tanaka sogar auf 3 Chemie kommt und das Team trotzdem noch recht gut ist. Es gibt hier Nagatomo, aber auch Kubo, wie gesagt, der richtig nice ist, Ito und mit einer Karte auch einen coolen Hero. Auf 2 Chemie kannst du ihn natürlich noch einfacher bringen oder du spielst ihn einfach nur als Sub. Das wirklich krasse an der Karte ist hier der SBC-Preis, denn du musst hier nur ein 83er Team abgeben. Die 83er liegen quasi eh beim Abstoßpreis, sie gibt es für ca. 850 Coins auf dem Markt. In unserem Verein haben wir eh ein paar 83er Karten, weshalb man den echt gut aus dem Verein abschließen kann. Du zahlst hier umgerechnet für die Karte nur 9.000, was echt ziemlich stark ist. Kommen wir also zum Fazit. Klar, diese Dynamic Duo SBC ist jetzt auf jeden Fall nicht überragend. Aber gerade Tanaka für einfach nur 9.000 ist echt eine nice Karte, zumal auch andere 85er auf dem Markt ca. 8.000 kosten, selbst wenn du ihn nicht spielst, ist er gutes SBC-Futter. Und wer weiß, für die ein oder andere Aufgabe kann er bestimmt nützlich sein, oder du spielst ihn mal in einem Art Fun-Team. Du musst ihn jetzt natürlich nicht machen, aber wir finden, dass er ein Nice-to-Have ist. Was sagst du zu diesen beiden SBCs? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Die Dynamic Duo SBC zu den beiden Marokkanern fanden wir deutlich besser, das Video findest du jetzt in der Endcard. Schau dir das auf jeden Fall an, damit du weißt, wen du hier abschließen sollst.